Hoi zusammen, neue Episode Spratly Talks. Hallo miteinander. Grüezi. Und jetzt geht es natürlich weiter, wie ihr in der letzten Episode gesehen habt. Unser Hauptgebäude mal zum ersten Teil. Wir werden das auch wieder kurz halten und knackig, wie man so schön sagt, damit es natürlich auch interessant ist für euch zum Schauen. Mhm. Was wir natürlich in diesem Stockwerk noch zeigen wollen, ist da der Crafting Table, den wir haben. Da kann man mit XPs, die man holt, aus gewissen Farmen dann seine einzelnen Tools und Werkzeuge bearbeiten, verzaubern, damit sie effizienter werden oder stärker oder mehr Glück haben. Mhm. Wenn ihr da noch ein Tutorial dazu möchtet, was wir natürlich in anderen Episoden schon genauer erklärt haben, schreibt es einfach unten an. Wir möchten das sehr gerne. Es ist natürlich auch vieles, was man da noch ein bisschen kombinieren kann und muss wissen. In der Kiste draussen dran haben wir verzauberte Bücher und sonst noch Sachen. Wenn man jetzt genau nicht irgendwie will, ein Werkzeug verzaubern, dann kann man den Bann, den man nachher mit XPs geholt hat, auch auf ein Buch drauf tun und später das Buch und das Werkzeug vereinen. Oder gewisse Bücher verbinden und die nachher alle auf ein Werkzeug drauf tun, was natürlich ganz Abbauarbeit nachher erleichtert wird. Jawohl. Ja. Knötli, noch etwas zu dem Raum, zu der Kiste da vorne, Amboss. Ja, ein Amboss halt, um Sachen reparieren, Bücher anwenden und Schild, also genau. Sachen beschriften. Ender Chests, das ist auch so eine Kiste, wo man mehrere von den gleichen platzieren kann und man hat überall Zugriff auf die gleichen Items drin. Genau. Sehr, sehr praktisch. So, wie sind wir von diesem Raum? Von diesem kleinen Zimmerli, vom Crafting Table, haben wir hier oben dran so ein paar Köpfer rein. Optisch eigentlich, die haben wir früher noch gebraucht, weil wir noch nicht so viel Platz hatten. Da ist aber eigentlich eine Ausladestation. Wie seht, sind auch gewisse Sachen schon drin, in der linken Truhe. Über Knopfbefehl hier oben kann man eine Minecart aufholen, die noch weiter unten verbunden ist, wo wir nachher darauf zukommen. Und der tut nachher automatisch die Items ausladen. Aber wenn man Items braucht im grossen Rahmen, so wie wir, dann sehr sinnvoll, das Ganze zu vereinfachen, zu automatisieren. Genau. Wird spannend, schauen wir es nachher genauer an. So, jetzt denken wir da, die Wand hätte man eigentlich besser noch nutzen können mit Kisten. Aber nein. Haben wir natürlich noch unsere Schatzkammer gemacht. Geheime Tür ist auch immer wichtig, falls wir mal irgendwelche Besucher haben, die nicht Betten sind. Das Ganze ist in Obsidian gefasst, eigentlich der härteste Baustoff. Wichtig, falls mal irgendetwas würde explodieren würde, jemand möchte abbauen und merkt auch Obsidian, dann wissen wir, sollten wir gescheiter nicht abbauen. Hat noch viel Platz für andere Schätze, aber vieles haben wir auch schon aufgeholt. Die Türschaltung hier oben ist mit Doppelpistons gelöst, damit es zuerst mal den Block hinten zieht, nachher auf die Seite. Da hinten hat es einen versteckten Schalter, der via Stufen kann betätigt werden kann. Da wo ich stehe jetzt, könnte ich ihn so umschalten. Aber nur, weil es eine Stufe ist. Von dieser Seite sieht man die Stufe fast nicht, weil sie eigentlich optisch identisch ist, außer sie hat einen dunkleren Fleck. Kannst du mal noch probieren, zum Zumachen? Genau. Und da sieht man schon, wie die Türen rauskommt. Super Sache. Sehr praktisch, so geheime Türen. Und, ja. Ich denke vor allem für ein Survival immer wichtig, wenn man mit anderen zusammenspielt oder auf Server spielt. Man weiß ja nie. So, machen wir da gescheiter zu, bevor jemand noch kommt. Ja, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter runter. Da hat es natürlich noch vieles anderes. Da war jetzt EG vorher, Erdgeschoss. Jetzt sind wir unterirdisch. Da unser riesen Bahnhof von der Knot gemacht hat. Sehr wichtig. Wir haben verschiedene Destinationen, die wir ansteuern müssen. Verschiedene Biome, die wir eigentlich von der Basis her gehen wollen. Ja, zeigst du gerade mal deine automatisierte Minecart-Station? Ja. Also wenn da noch keine Karte drin ist, kann man
da hinten über den Dispenser. Ja. Kann man hier auslösen. Dann schickt es automatisch einen Minecart rein. Dann steigt man ein, drückt hier, wird von einem Pisten vorgedrückt und wird auf die Reise geschickt. Genau, es ist simpel, natürlich auch einfacher, aber als das ganze Zeug immer mitnehmen. Und du musst halt kein Minecart im Inventory drin haben, sondern kannst ihn einfach von da aus holen. Genau. Ja, und obendrauf haben wir natürlich noch angeschrieben, wo es genau hingeht. Das sind natürlich noch andere Orte, die wir gemacht haben, andere Dörfer, die wir dann genau noch möchten zeigen. Sehr interessant. Und eben, was natürlich wichtig ist, dass wir alles da angeführt haben, in die Region, wo unser Hauptgebäude ist. Weil da haben wir eigentlich am meisten gebaut und am meisten Lagerkapazität. Und ja. Was ich noch ganz vergessen habe hier oben, folgen wir doch noch mal schnell. Und zwar haben wir da ganz versteckt, da müssen wir versteckt. Von lauter Geheimtür haben wir gar nicht mehr gewusst, was machen. Da haben wir noch Kühe da unten, unsere Kuhfarm. Da könnten wir noch mehr Kühe rein tun. Die können wir mit Weizen füttern. Und unten dran sehen wir dann, was denn genau noch mit denen passiert. Auf dieser Höhe haben wir es extra noch da, wie wir da am meisten sind. Da können wir immer schnell wieder Cows breeden, oder wie man sagt, Kühe züchten. Und einen Stock weiter unten, da sehen wir nachher, was passiert. Sobald die Junge haben, gehen sie schon mal schnell Junge machen. Mhm. So. Dann siehst du nämlich, dass die kleiner sind als die Kühe, als die Ausgewachsenen. Und durch das haben wir die nachher können trennen. Die kleineren Kühe, die schwimmen nachher unten durch, unter einem Block. Und werden separiert. Und unten dran haben wir dann so eine automatische Schaltung gebaut, wo wir genauer noch werden anschauen, wie die funktioniert. Und zwar haben wir dort einen Trigger rein, der relativ langsam Signal auslöst. Also nur wenn irgendwie 5 Stacks voll 64 Items durch sind, dann macht er einen Impuls. Es ist zwar eine relativ kleine Schaltung da, füllt immer den einen Trichter nach dem anderen. Dort wird davor einen ganz kurzen Impuls auslösen, wo dann auf der Vorderseite eigentlich wieder einen kurzen Lama-Impuls gibt, der nur die ausgewachsenen Kühe dann verbrennt. Durch das muss man Kühe nicht selber töten. Das Fleisch ist eigentlich schon direkt fertig zum Verzehr. Wir haben auch noch Leder, das dazu abgegeben wird. Also eigentlich wirklich eine perfekte Station. Ich zeige das schnell kurz hier. Ich habe noch einen manuellen Schalter. Wenn ich hier drücke, sieht man ganz kurz, kommt Lava raus. Und eben Kühe, die höher sind als ein Block, so wie die kleinen Kuh jetzt, die werden brötelt und die kleinen Kühe nicht. Sehr, sehr praktisch, kann nichts falsch gehen. Und ja. Oben dran können wir Kühe füttern und dann werden sie züchtet. Also praktisch, simpel und einfach. Das Ganze können wir noch ein bisschen ausbauen mit mehr Kühen, aber ja. Wir haben ja, Zeit, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem ganzen Projekt. Genau, für uns beide langt das meistens. So ist es. So, da gehen wir noch mal einen Stock weiter runter. Da unten sind wir eigentlich raufgekommen. Da können wir so gerade noch schnell schauen, damit wir wissen, wo wir sind. Da war unsere Beamstation, wo wir leider den Checko verloren haben. Mhm. Ich hoffe, irgendeines Tages werden wir das reparieren und den Checko zurückholen. Wir werden sehen. Jo, kommen wir zu unserem geilsten Raum im ganzen Hauptgebäude. Ein sehr schöner, wunderschöner, langer Raum. Mit tausenden von Items. Ganz viele Kisten links, rechts. Wie man sieht, oben dran in den Bilderrahmen ist auch alles irgendwie sortiert nach verschiedenen Items. Ja, und was das eigentlich genau ist, das ist unsere Sortiermaschine. Das heisst, wir können Items in verschiedenen Ablässen oben dran reinlassen. Die werden unten dran mit Komparatoren verglichen und nachher in die einzelnen Kisten zugewiesen. Ich denke, wie das noch genau funktioniert, da kommen wir nachher gerade dazu.
Wir machen nochmal einen kurzen Break und sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Bis nachher.